Ja, Martin, schön, dass du noch da bist. Du siehst, Warum ich noch? lache. Ja, warum lachst du und warum noch da bin? Und zwar geht es ja darum, wenn Thema Frauen und Kleidung, rennen die meisten Männer schreiend weg. Nein, niemals, niemals würde ich wegrennen bei dir. Das ist lieb. Nein, und zwar, siehst du, hier habe ich hier eine Kleiderstange mitgebracht mit ein paar Sachen, Okay. weil es einfach darum geht, die Basissachen zu erklären, was man im Falle eines Shootings mitbringen sollte, sofern keine Stylistin mit dabei ist. Ist das nicht so, dass wenn man Fotomodel ist und Profi und Pipapo und Stylist und Visagist und ein ganzes Team und dann fahren Autos voll Kleidung an und dann darf man sich aus 100 Millionen Schuhen und 100 Millionen Kleidung was raussuchen? Warum jetzt sprechen wir über das Ja, Kleidungs-ABC? also im besten Fall ist es natürlich so, dass auch wirklich jeder dabei ist, dass eine Visagistin vor Ort ist, ein Stylist und dass man wirklich in der Traumvorstellung wirklich aussuchen kann von sämtlichen Klamotten. Aber es gibt natürlich auch Auftraggeber, auch gerade kleinere Kunden, bei denen dieses Budget nicht vorhanden ist. Ist jetzt wahrscheinlich auch mal finanziell zu sagen interessant, gibt es dann weniger Geld für dich als Model oder warum ist es dann überhaupt wichtig, solche Aufträge anzunehmen? Also weniger Geld gibt es da auf keinen Fall. Also ich habe zumindest noch nicht die Erfahrung machen können. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wenn ihr einen Job bekommt und keine Stylistin mit dabei ist, dass ihr gleich denken müsst, oh je, da kriege ich weniger Geld. Dem ist definitiv nicht so, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Wenn du gerade dabei bist, was ist so, wenn du bei deiner Erfahrung bist, was ist so ein Beispiel für. Ja, wo hast du mal eigene Ja. Outfits mitbringen müssen? Also ich habe zum Beispiel letztens für einen Möbelkunden gearbeitet Okay. und da wurde mir vorab gesagt, bring doch bitte eigene Klamotten mit. Und da gibt es einfach so ein paar gewisse Grundregeln, sage ich jetzt mal, die man als Modell einhalten sollte. Bei dem Möbelkunden macht es wahrscheinlich deswegen Sinn, weil der seine fünf verschiedenen Couchen fotografiert haben möchte und dich als schönes Beiwerk dabei haben möchte. Ganz genau. Da steht Böse dann natürlich gemeint. das Möbelstück im Ja. Vordergrund. Das ist auch nicht abwertend gemeint, wenn man dann nur, wie du schon gesagt hast, Beiwerk ist. Dem ist halt einfach so. Und der wird mit keinem Laster an Outfits extra ankarren, ne? Nein, eben nicht. Okay. Genau. Ja, womit sollen wir einsteigen? Also ich würde hier direkt gleich mal mit meinem Lieblingsoutfit anfangen. Und zwar ist es die Wunderschön. hautfarbene Unterwäsche. Da gibt es auch verschiedene Varianten, Tanga, Slips, das kennen Männer so wie Frauen auch. Ich Okay. würde zu einem Tanga meistens raten, weil wenn man öfters mal enge Kleidung anhat, druckt sich das weniger durch als eine Unterhose, sage ich jetzt mal. Der entscheidende Faktor ist wahrscheinlich dann diese bezaubernde, aufreizende Färbung dieser Kleidungsstücke, ne? Es macht natürlich optisch nichts her, aber darum geht es ja letztendlich auch nicht, Okay. sondern es geht nur darum, gerade wenn man weiße Tops anhat oder engere Sachen, dass es sich nicht durchdrückt oder durchscheint, weil das möchte ja auch niemand. Okay, also Hautfarbe und dann Push-up, normal Genau, es und gibt trägerlos, ne? ohne Push-up, trägerlos, da kennt sich jemand gut aus, wie ich Ah, merke. ich bin dann doch der Fall. Boah, jetzt so. Das ist jetzt zum Beispiel auch, der ist zwar auch weiß, gibt es auch in Hautfarbe, ich habe ihn jetzt leider nur in weiß vorrätig. Da ist hier das Spezielle, was hier super ist, dass man hier keine Nähte sieht. Wenn Im man den Vergleich zu anderen im dem? Vergleich dazu sieht, ist ein erheblicher Unterschied. Das Okay. ist natürlich gut, wenn man gerade enge Klamotten anhat, druckt sich da nichts durch. Der hat gar keinen Bund. Der Der hat ist so genau, keine Nähte, eingeschweißt oder nichts. angeschweißt, Da ne? würde ich aber doch jedem raten, wenn man sich so ein Teil zulegt, dass man das vorher anprobiert, weil die sind meistens enger geschnürt am Umfang, dass man sich einfach wohlfühlt und nicht irgendwie sich was abzeichnet, durchdrückt, was man vielleicht gar nicht haben möchte. Wohlfühlen ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort. Du hast ja noch ein weiteres bezauberndes Unterwäschestück mitgebracht. Ganz genau. Das habe ich persönlich jetzt auch nicht immer mit dabei, aber es gibt natürlich auch Frauen, gerade wenn man dann Mittagspause gemacht hat und hat ein bisschen was gegessen, dann kommt so ein kleiner Bauch und wenn man dann noch ein enges Kleid anhat, ja, fühlt man sich oft nicht wohl. Und mit solchen Bodies wird das dann Oder kaschiert. denkt, dass man etwas Die was. meisten, du kennst die Models ja, ein kleines Bäuchlein sieht kein Mensch, aber man selbst sieht Ja. es. Man kann das ganz getrost runterziehen, So das stört Mida-mäßig, ne? niemanden. Das ist ein bisschen. Ja. Ja, alles Kann klar. man einfach als Grundausstattung, wenn man es möchte, Alles mitnehmen, klar. ist jetzt kein Muss. Und ansonsten, was noch ganz wichtig ist, sind verschiedene Basis-T-Shirts. Was ist da der Knackpunkt? Kann man das irgendwie runterreduzieren auf ein paar Punkte? Also was, das sind jetzt, man muss sich jetzt nicht unbedingt an diese Farben halten. Okay. Das sind einfach Basissachen ohne Labels. Das ist ganz wichtig, dass man keine Labels drauf hat. Egal wie schön es aussieht, kein Kunde wird dieses Top aussuchen. Das ist Okay. nur unnötiger Ballast, den man im Koffer hat. Kann man Okay. lieber gleich zu Hause lassen.
Es geht einfach auch darum, keine großartigen Karos, Muster, die irgendwie ablenken könnten. Einfach nur wirklich schlichte Sachen, auch wenn es einem vielleicht nicht immer so gefällt. Aber es kommt einfach am besten an. Man kann es am besten kombinieren mit anderen Sachen. Du hast jetzt auch verschiedene Variationen, ne? Also ja, mal Kurzarm, ein bisschen länger oder ganz langarm, ein bisschen taillierter, ein bisschen weiter. Da würde ich mir einfach verschiedene Teile zulegen, dass man sagt, man hat einen Kurzarm, man hat hier einen Longsleeve, man nimmt nur einen Trägertop oder auch mal eins ohne Träger. Dass man einfach umso mehr, umso besser ist es eigentlich meistens, weil dann hat der Kunde die Möglichkeit, einfach auszusuchen und zu kombinieren. Und dann noch, was ich noch ganz wichtig finde, ist jetzt das Thema Jeans oder Hosen an sich. Ja. Ist ja gerade in so used look, ne? Ich trage das auch ganz gerne, gerade wenn irgendwas noch aufgerissen ist oder so, aber die Kunden mögen das meistens nicht. Falls doch, würden sie es sagen. Also lieber schlicht und zurückhaltend. Okay. Kann man wahrscheinlich, zieht sich durch alles durch, ne? Schlicht, zurückhaltend und dann einfach möglglichst viel Auswahl dem Kunden bieten, oder? Genau, lieber zu viel mitbringen als zu wenig. Da stehen noch Thema Schuhe auf dem Boden. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel gebracht, mit einem schwarzen Pump macht man nie was falsch. Wenn man allerdings einen Job hat, sage ich jetzt mal, wenn man Mutter ist mit einem kleinen Kind oder Familie spielt im Garten, wäre sowas eher. Du meinst, wenn man als Model eine Mutter mit ist. Kind genau, du weißt, darstellen soll. Okay. Ja, oder rumspielen im Garten, ja, würde wahrscheinlich nicht passen, dann greift man eher zu dieser Variante. Man muss sich einfach immer reinversetzen, was für ein Motiv wird gemacht. Was passt am besten und wie fühle ich mich wohl? Und das ist meistens. Es sind aber auch wieder unglaublich schlichte Sachen. Das ist nichts mit irgendwie Verzierung dran, sondern es sind sehr große Unterschiede. Es sind sehr große Stilrichtungsunterschiede, der Ballerina und der Pump. Das zieht sich wieder auch bei den Schuhen genauso durch wie bei der Kleidung, oder? Das wird man auch im Laufe der Zeit, wird man einfach ein Gespür dafür haben, was ist gut und was nicht. Was kommt jetzt? Ja, ich habe noch was in meiner Hosentasche versteckt. Okay. Das ist jetzt nicht eine Sache, die man grundlegend immer mit dabei haben sollte. Ich mache es mittlerweile. Bevor du jetzt damit auch anfängst, ja, ich bin ja wirklich hart im Nehmen, was die ganze Kleidung und sowas betrifft. Sei froh, dass hier kein Kaufhaus drumherum ist. Aber da gibt es echt jemanden, der besser Gesprächspartner ist als ich. Das kann und natürlich sein. Das wäre sein. Die schöne Julia, die da drüben wartet. Und ich würde dich einfach jetzt mal hinschicken dort, oder? Dann frage ich sie mal nach, vielleicht kann sie mir auch noch Tipps geben, weil man lernt ja nie aus. Ne? Ja, dann ich danke dir für die ganzen Tipps. Ich gucke mir das Ganze nochmal an, was du da mitgebracht hast. Genau, viel Spaß. Ja, werde ich haben.